Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem Create. Ja, Create-Dasein, ich nenne es mal so. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten, wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. Wir machen heute Sachen. Wir haben heute viel vor. Wir haben heute sehr viel vor. Deswegen, ja, lasst euch überraschen. Ganz kurzer Einstieg für heute. Ich habe Andesit-Notstand. Habe Andesit-Notstand und wir haben zwei Möglichkeiten, Andesit herzustellen. Die eine wäre über Diorit, die andere wäre mit Kies und Flint. Und da Flint eine Massigproduktion ist hier, ne? Also da haben wir genug. Und Kies können wir hier abzwacken. Werden wir natürlich den Flint dazu hernehmen, um Andesit herzustellen. So haben wir auf jeden Fall alle Ressourcen genutzt und das ist ökologisch auf jeden Fall super. Das werden wir heute auch umziehen. Wir werden heute mal in den Keller rutschen und da jetzt mal eine kleine Produktionsfläche machen, eine kleine Lava-Produkt, beziehungsweise Lava wird nicht in den Keller wandern. Mein Fehler wird hinterwandern Richtung Baumfarm. Da werden wir das Ganze aufbauen und schon mal die Lava einsammeln und speichern. Dass, wenn wir dann soweit sind und die Blaze Cakes machen, dass wir da unten dann quasi, wo jetzt der Baum verschwunden ist, die Baumfarm abmachen und dann die Blaze Cakes produzieren und das Ganze dann nutzen, um unsere Energieversorgung zu triggern. Dieser Bereich ist dann rein dazu da, dass wir lagern, dass wir produzieren, dass wir verändern, ne, dass wir hier, keine Ahnung, einen Mixer aufstellen und alles Mögliche. Normalerweise müsste der doch jetzt raussaugen, oder geht es nur aus dem Bazar? Wahrscheinlich geht es nur aus dem Bazar. Okay, dann haben wir den Code schon mal raus. Probieren wir mal mit dem Bazar. Macht aber Sinn, weil ist ja ein Create-Item. Ja, die haben eine Verbindung und der hat da jetzt so einen Nockel unten drauf bekommen. So. So, da ist ein Bucket drin. Ich wollte jetzt aber da reingucken. Hör auf, mich wegzuschieben. Okay, das läuft nicht automatisch rein, aber ihr seht, mit dem Bazar hat er hier unten diesen Nockel bekommen. Das heißt, wir holen uns jetzt eine Pumpe raus. Deswegen nehmen wir die Wrench, dann ist das Ding direkt abgebaut. Dann kommt hier eine Pumpe dran. Du sollst da dran gehen. Wenn das Spiel dich mobben will, ne? Danke. So. Und dann machen wir hier einen Fluid Tank rein. Wir können auch zwei machen. Oder? Ne, die verbinden sich nicht. Zwei verbinden sich nicht. Müssten wir entweder auf 9 aufhöhen, dann würden mehr reingehen. Könnten wir eigentlich theoretisch machen. Wir hätten den Platz. Machen wir einen großen Tank rein. Komm, dann haben wir genug Platz. Ein kleiner großer Tank. So. Oder wir machen so ein Vierer-Tank. Ist auch okay. Weil ich habe nur noch zwei und das geht nicht. Ich kann nicht aus 6 Stück einen großen Tank machen. So, der fässt jetzt auf jeden Fall einiges. So, und dann brauchen wir hier. Ich würde das jetzt so machen. Ich würde versuchen, hier rauszukommen, ohne zu sterben. Machen wir mal in diese Richtung. So, okay, das funktioniert schon mal. Dann würde ich hier das so machen und dann würde ich versuchen, hier wieder eine Pumpe hinzukriegen, wenn sie dann möchte. So, dann werden die verbunden. Dann bräuchte man nur noch einen Antrieb.
Und dann würden die Pumpen laufen. Dann müssen wir nur schauen, dass die eine pumpt und die andere saugt. Ne? Das ist machbar. Gut, dann würde ich hier mit einer Vertical Gearbox nochmal drauf gehen. Und würde ich hier drüben auch nochmal mit einer Gearbox drauf gehen. Genau. Gut. Das Ganze machen wir mal hier schnell ab, dann können wir besser arbeiten. Dann brauche ich zwei von euch. Kann ich ja im Crafting Table quasi drehen. Ist eigentlich wurscht, auf welcher Höhe ich das abschlage, machen wir so. So, und da machen wir dann am Chef drauf. Ich habe schon wieder viel zu viel Zeug im Inventar. So, das ist eine Vertical. Sehr schön. Und dann machen wir hier die Shafts drauf. Und dann haben wir das. Jetzt haben wir nur das Problem, dass das Signal jetzt wieder umgedreht ist. Hahaha. Also müsste ich. Das ist natürlich Kacke, ne? Das ist der Mist mit den Gearboxen. Aber warte mal, warte mal, warte mal. So. Genau. Machen wir das so. Machen wir das so. Dann bleibt das Signal nämlich hier gleich, wie wir es hatten. Nee, nicht ganz. Das ist Mist. Jetzt geht das alles, aber das nicht. Ist doch Kacke. Warte, warte, warte. Aber dann habe ich wieder das gleiche Problem. Dass die wieder verdreht sind, ne? Machen wir das so. Machen wir das so und dann. So, dann habe ich hier im Notfall immer noch eine Energiequelle, die ich überall abzapfen kann. Das ist okay. Und im Notfall machen wir ein Andesite Casing drauf, dann sieht das kein Mensch. Wunderbar. Drehen die auch gleich in die richtige Richtung? Nein, war klar. Du sollst so arbeiten. Und du arbeitest in die richtige Richtung. So. Das heißt, hier müsste Lava drin sein. Jo. Sehr schön. Ja, genau. Zwei Flint. Das heißt, den Brass. Den hau ich daran. Und den hau ich daran. Ja, mach, 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 mach voll. Hier Chef dran. So, und dann Belt. Direkt die richtige Richtung. Super. Nice. So. Und dann läuft hier das Andesite raus. Das ist schön. Jetzt liegt es an ihm. Sobald er wieder hier eingefüllt hat, läuft es hier wieder weiter. Bin am Überlegen, ob ich das noch ein bisschen intensivieren könnte. Bestimmt. Indem ich einfach noch 3, 4, 5, 6 da hinstelle. Und schaue, dass ich dann das vielleicht eins höher setzt und damit Rohren, wo dann die Pumpe reinläuft, arbeite. Das wäre möglich. Lava wird produziert, kommt hier rein, wird abgesaugt, kommt unten in den Auffangbehälter für den Fall, dass irgendwann mal die Produktion ein bisschen ergiebiger ist. Kann ja sein. Ja. In dem Zwischenbehälter wird aufgefangen und wird immer wieder abgepumpt, um hier reinzuleiten, damit hier mittels Gravel und Flint Andesit hergestellt wird. Gut. Ein in sich haltendes System, sofern jetzt einfach Lava da ist. Perfekt.
Und dann können wir das andere Sicht hier rausfahren. Könnten wir hier machen. Auch in einen Bazaar. Mixer drüber und dann zack, zack. Und dann kommt das Ende Side Alloy raus. Hier ein Belt. Es reicht eigentlich zwei lang. Kann auch drei lang werden. Sehr wurscht. Wo wir dann quasi die Eisennuggets hinstellen. Und dann kommt hier Ende Side Alloy raus. Spielst du auf den Server oder nur das Modpack? Nur das Modpack. Ich bin nicht in dem Team dabei. Das würde ich anders da schreiben. Aber ich bin nur im Modpack unterwegs. Alles andere wäre Anmaßung. So. Und das ist jetzt meine Endeside-Alloy-Produktion. Alles auf relativ entspannten, engen Raum. Jetzt haben wir schon mal 400 drin. Das geht ja 1 zu 1. Das heißt, wir haben aktuell mehr Nuggets drin, als wir überhaupt brauchen. Und hier haben wir jetzt die Endeside-Alloys. So. Da sind wir. Gut, hier würde ich jetzt die Lava reproduzieren. So, auf der Fläche erstmal. Dann werden wir hier von unten Fluid Pipes ansetzen und werden das Ganze in einen großen Tank reinballern, also so einen, wie wir da hinten für die Energieversorgung haben, nur dass dann halt keine Steam dran sind. Wir haben sie gleich groß bekommen. Nice. Ungewollt, aber wir haben es geschafft. Bin zufrieden. Das sind Monster. Möchte nicht wissen, was da reingeht. So, empty, empty. Und wir brennen hier gerade alles ab. Das Ding ist angeschlossen, das Ding läuft. Jetzt muss das auch erstmal wieder anlaufen. Beziehungsweise wir könnten es ja mal testen, ne? Ob das auch läuft. Ganz wichtig, wenn man was baut. So, wir machen jetzt mal hier irgendwo Lava rein. Und die müsste jetzt abgesaugt werden, theoretisch. Wird sie. Und sie kommt hier rein. Ein Bucket ist drin. Wir müssen die Items jetzt noch von links nach rechts, von hoch nach runter führen. Aber dafür habe ich jetzt die ganzen Vorbereitungen gebraucht. Die Kelp Farm steht. Wir haben unten die Andesite Alloys, die produziert werden.